3, 2, 1, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der PeteSmeet Robot Fights, kurz Profi mit allen aus dem Team PeteSmeet. Hey, hallo. Wir haben heute eine Plane Map gemacht. Gesundheit. Danke. Weil wir ganz viel Platz brauchen. Denn die anderen Jungs werden nachher die Aufgabe haben, mich zu fangen, müssen dafür jetzt ein Fahrzeug bauen und haben dafür 30 Minuten Zeit. Jo. Ich glaube, das cool. ist Cool. Wir sind heute die Harry Potters, die Schnatz fangen müssen. Nur, dass wir in Wahrheit Harry die PeteSmeet sind, Hallo. Die Christian fangen müssen. Harry Potter ist so ein... Wer sind Sie? Ich habe jetzt alle Filme gekauft von Harry Potter und ich muss sagen, die letzten zwei sind echt schlimm. Also die waren schon uff. Uff, Tata. Die ersten drei fand ich voll cool und die letzten eher so echt uff. Ach ja, stimmt, eure Zeit. Das mache ich hier gerade. So, 30 Minuten laufen. 3, 2, 1, jetzt. Oi, 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 oi. Und wir bleiben heute alle in einem Channel. Ha! Was? Oi, 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 oi. Nee, war gelogen. Hä? War nicht gelogen. Jeder kriegt seinen eigenen Raum. Alter, die Twist. So. Tschüss, der Rest bleibt hier. Der Rest bleibt hier, der Snob kriegt seinen Livestream. Nee, war auch gelogen. Der geht zu Peter. So. Nee, Moment. Warum wir heute Platz brauchen, ist eigentlich ganz einfach. Denn. Oh mein Gott, wie habe ich das jetzt genannt? Oh, warte, ich glaube, ich war sehr klug. Ich habe es unnamed genannt. Das hier ist das Fahrzeug meiner Wahl heute. Und damit werde ich ein bisschen durch die Gegend orgeln. Warte mal. Ich muss nur mal schnell gucken. 2, 4, 6, 8, genau. 2, 4, 6, 8 ist angeschlossen. Also, hiermit werde ich durch die Gegend orgeln. Und zwar, warte. So. Woo! Und die anderen müssen mich fangen. Deswegen kam Peter auf Schnatz. Die haben die ganz normalen Baurestriktionen, die wir sonst auch immer haben. Also bitte keine Stoßdämpfer, keine Pistons, vier Motoren, vier Schubdüsen. Ich habe ja auch immerhin vier Schubdüsen. Ne, warte mal, ich glaube, ich habe mehr, oder? Habe ich eigentlich? Ne, ich habe eins, zwei, drei, vier. Ne, vier Stück reicht ja. Vier Schubdüsen. Guck mal, sogar ich halte mich ans Baulimit, ja. Gucken wir uns doch mal völlig neutral, wie ich bin. Gucken wir uns mal an, wie die anderen gebaut haben. Gucken wir mal bei... Yay. Nee, 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 nee. Hey! So, wo ist er denn? Da. Jonathan, das sieht irgendwie aus, als würde er ein bisschen, Schmerzen verursachen. Ich baue das erste Mal in meinem Leben mit einem Logikgatter, ja? Ach. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich da mache. Aber ich glaube, der erste Versuch hat schon mal funktioniert. Ich habe da auch noch nichts dran eingestellt. Ach so, ja gut. Das ist ja der, logisch. Der Plan ist natürlich, dass ich dich greife. Ja, das habe ich, also... Das sieht man ja auch, ja, vielleicht. Das sieht man ganz gut. Ist ein bisschen darauf ausgelegt auch so, ja. Aber wieso kannst du, also die erste Leute... Oh. Lol. Ich bin einfach auf dem Desktop, ist das richtig? Ich bin einfach im Menü. Sorry. Ich bin dann einfach Desktop. Das Spiel beendet. Okay. Ja. Ja. Warum beendet du das Spiel? Peter, warum machst du denn einfach das Spiel zu? Tut mir leid. Ich dachte, ich hätte einen Lag und habe mir gedacht, connectest du kurz neu. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, du hast den Server. Oh, lol. Easy Snack. Hat ja gar nichts geändert. Der hat jetzt die Hälfte nicht abgespeichert. Oh, das wäre schlecht. Aber so. Wieso hast du zwei Reihen, die so zugehen können? Jo. Oh, fuck. Das war nicht gut. Also, was macht die zweite Reihe? Soll die nach aussehen? Ja, die... Ah, fuck. Muss ich ja auch gegensätzlich bauen. Oh, ich dumm Bert.
Zweite Reihe ist halt auch zusätzlich noch zum Greifen da. Uff. Uff. Oh Gott. Ist die einfache Antwort. Oh Gott. Irgendwie sieht das gefährlich aus. Naja, oh scheiße, ich habe die Zeit nicht weiter gemacht. Ich troll. Ah ja, 20 Minuten. Ey, jetzt bin ich gelb statt grün. Oh Mann. Scheiße. Geht so nicht, wie ich das will. Was ist das Problem? Ja, ich will so eine Venus-Fliegenfalle quasi bauen. Ja. Ah ja. Aber das funktioniert aber hier noch nicht, weil ineinander greift tun sie. Also das hier funktioniert halt. So, es greift ineinander. Ja. Problem ist, es muss halt noch mehr ineinander greifen. Ah. Muss ich gerade überlegen, wie ich das mache. Das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Mal ein bisschen fahren. Also könnte ein bisschen sein, dass du vorne überkippst. Aber geht. Du kannst ja hinten noch Gewicht draufbringen. So, gehen wir mal weiter. Oh Gott, ey, wenn ich mir Jays Fahrzeug angucke, dann das Einzige, was ich da dabei höre, ist Boogie Boogie, Boogie Boogie, Boogie Boogie Boogie. Das wird buggen. Und zwar richtig hart. Oh mein Gott. Warum? Peter baut einen Kran? Ich bin nicht magnetisch. Was war denn das? Ach nee, das ist immer noch das Krokodil. Ja, gut. Weißt du, was komisch ist? Ja. Ja, was denn? Stumpfer Humor. Ja, was denn? Wie weit der vordere Bereich, der ja. Hier, der oben, der ja. Oben, mhm. Wenn ich den Button betätige, dann bewegt er sich bei mir nur ganz, ganz kleines Stück nach unten. Das ist richtig, und zwar Richtung Rot. Obwohl ich den voll weit eingestellt habe und egal, was ich da einstelle, das ändert nichts bei mir. Das sind die 7 und die 8. Ja, Rot machst du ja auch nur 30 Grad und Blau machst du doch auch nur 30 Grad. Das ist ja nicht viel. Ja, 45 eigentlich, oder? Über 15 bis 45 sind nur 30 Grad, oder die Ausgangsstellung ist doch... Geh doch in die gleiche Richtung dann noch mal weiter, warte oder mal. Nicht? Das wird mal angucken. Also ich verstehe das eh noch nicht so ganz. Oh, warte mal. Die Ausgangsstellung ist doch bei minus 15 und geht dann auf minus 45, oder nicht? Achso, ich dachte, das geht minus 45 weiter. Ja, stell das aber dann mal tiefer. Nee, das machst du mal schön selber. Ja, okay, pass auf. Ich mach mal 135 draus. Ja, man muss einfach nur, damit ich dir das ja Problem machen, zeige. Ja? Guck mal, wie wenig sich das bewegt. Was hat bei beiden gemacht? Also auch bei Blau? Ja, nur, also ja, ja klar. Okay, das ist strange. Oder? Bei unten funktioniert es halt auch easy peasy lemon squeezy, aber oben irgendwie nicht. Das funktioniert einfach nicht, keine Ahnung. Mein Wagen ist buggy, dann ist das halt so. Aber geht das nicht also weit genug zusammen? Oh, warte mal. Wer war hier? Okay, Baum ist kurz weg. Lip ist gemutet. Alter, mit wem kann ich denn jetzt hier reden? Bei Jay und Peter war ich doch schon. Der eine ist nicht da, der andere ist gemutet. Der ist auch nicht da. Kurz Telefon. Ach Leute, ey. What the shit, Alter. Okay. Was ist das? Ja, ich soll dich doch fangen. Ja, das ist richtig, aber das sieht irgendwie falsch rum aus. Wieso falsch? Ah, nee, du kommst von oben dann da drauf. Oh mein Gott, jetzt weiß ich. Ach so. Kommst du dir hin? Also ich bin noch nicht ganz fertig, ja? So, ja. Und dann? Ja, jetzt, okay. Ich dachte erst, die sind, weißt du, als müsstest du die einmal umdrehen. Also. Ja, und dann denke ich mir so, hey, wenn du da drunter hängst, dann ja, merkst du schon, dass ich dich hab. Würde schon reichen, ja, theoretisch stimmt das. Oh mein Gott. Okay, also die habe ich noch nicht gesehen. Die. Die Fangweise. Zack. So, und selbst wenn du da noch drücken würdest, könntest du maximal in die Richtung meines Autos raus. Und da steht dann mein Auto. Ja, genau.
Und plus Buggen natürlich, aber. Ein bisschen. So, arbeiten wir gerade noch dran, das Ganze beweglich zu machen. Und ich habe 1 Million Knöpfe. Mit dem falsch. Was? So. so, zack. Das stimmt, zack. Er rennt immer seinem Auto hinterher. Warum macht er den Motor da nicht anders? Das wollen wir nicht. Das wollen Selbst wir. Selbst so ein Amateur. Was hast du denn da gemacht? Okay, du hast 6 Steuern. Musst du aber nicht alle, oder? Doch, musst du alle. Nee, eine noch nicht. So, das passt. Du siehst nur ein bisschen rutschig aus, also wenn du fährst. So als würdest du nicht genug Bodenkontakt haben, aber. Genau, eigentlich. Aber eigentlich sind doch die Dinger außen relativ schwer. Vor allem, wenn die so ein bisschen überhängen, ist ja eigentlich ganz gut. Ich habe einfach noch nicht. Ja, ich weiß, deswegen habe ich die jetzt auch so ein bisschen überhängenmäßig gemacht. Gefühl, dass ich nicht genug Kurvengrip drauf kriege. Ja, genau. So sieht das nämlich aus, als würden die Reifen durchdrehen. Also, du berührst halt auch nicht den Boden. Du bist nicht schwer genug. Ich bin echt nicht schwer genug. Aber Schubdüsen am Boden dürfen wir nicht. Nee. Und dann zack. Egal. Ich glaube, ich habe eine Schubfüße auf dem Boden. Ja, da bin ich ja gar nicht. Ich bin. Oder hier steht noch so ein Ding. Ja, das ist auch meins. Entschuldigung. Ich bin mir immer weiter weggefahren, irgendwie im Laufe des Tests. Achso, warte mal. Sepp ist hier wieder da. Ja, guck mal, dann gehe ich mal eben zu dem. Das habe ich ganz vergessen. Okay, was hast du für Probleme? Dein Auto fährt immer weg? Ja, mein Auto fährt irgendwie immer weg. Ich habe keine Ahnung warum. Mega dumm. Das ist, wenn man den Motor nicht an Sitz macht. What? Ja, nee, wenn ich einsteige, dann haut die Karre immer ab. Wait, what? Ja, immer wenn ich einsteige, will der wegfahren. Dreckskarre. Gib mal Gas und dann fährt er einfach. Oder also, dann hört er auch nicht mehr auf, Gas zu geben. Jetzt hat er aufgehört. Als ob. Alter, du hast 75.000 Lager hier dran gebaut. What the Oh ja. Also ich kann einmal, Christian, ich kann einmal. Also wenn ich doch die Karre zufahre, ne? Guck mal. Ja. Na, ich bring dir die mal, ne? Also ich bring dich mal zurück, ja? Ja. Dann grab ich dich. Dann grab ich dich oben. Ja, und dann mache ich auch noch zu. Ja, das ist auch wichtig. Oh, warte mal. Ich hab festgestellt, es kann sehr schnell in Fliegerei enden. Oh shit, ich hab was falsch gemacht. Kann sehr schnell in Fliegerei enden. Was heißt denn in Fliegerei? Ja, zeig ich dir. Also, wenn man manchmal so 2 Knöpfe drückt, dann geht das ganz schön. Uff. Also, warte mal, was war das? Die 4 und die 8? Ach so. Ja, und dann haut der richtig ab, ne? Ja, noch. Ah, jetzt. Alter. Ja, deshalb wollte ich nach unten begrenzen. Nach oben begrenzen, damit du auch nicht nach oben raus kannst. Vorsicht. Alter. Peter ist ja auch am Umfahren. Bist du einfach weg? Herr Christian, wenn ich dich so hab, dann wird ja reichen, ne? Ja, natürlich. Also so. Da kommt ja kein anderer auch mehr dran. Ja, okay. Nur mal so gefragt. Nicht also, das wäre völlig fein. Also ich bin mir da heute noch nicht. Das wird sowieso noch. Also das könnte vielleicht noch Diskussionsstoff geben, wann man wen gefangen. Also wann ich gefangen bin und wann nicht. Aber das werde ich einfach wieder nach eigenem Ermessen machen. Und aus reiner Willkür entscheiden. so muss das sein. Also Bram scheint sein Gewichtsproblem da mit dem Fahrzeug gelöst zu haben. Sebastian, der ist hier noch ein bisschen am Tweaken. Peter ist am Malen. Ja, bei Jay weiß ich tatsächlich gerade nicht viel, muss ich zugeben. Aber da kann man mir ein bisschen überraschen lassen. So. Hallo. 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 Seid ihr fertig? Ja. Sehr gut. Okay, weil bei Jay war ich am längsten nicht mehr. Zeig mal her, was du gebaut hast. Mann, da war schon ein ganz schöner Apparillo da am Anfang. So, nicht angemalte Venus-Fliegenfalle. Ja, macht nix. Toll. Oh.
Was ist das? Jay connectet gleich neu, weil der steht irgendwo da ganz vorne. Alter, Jay hat einen Elefantenkäfig gebaut. Ja, das ist echt so, das könnte für, okay, T-Rex ist ein bisschen klein, aber für so einen Triceratops oder so würde es reichen, glaube ich. Glaub auch. Umso mehr Fangfläche du hast, umso wahrscheinlicher ist es, dass es gefangen wird. Ja, das ist richtig. Holy shit. Deswegen hatte ich vorhin gefragt. Wofür hast du hier, hat er da noch was dran gemacht? Können die Dinger sich hier bewegen? Nee, das Gegengewicht. Nee, das ist einfach, okay, Optik. Nice. Optik, genau. Nennen nicht das Gewicht, Optik. Nee. Das ist für den Anpressdruck. Guck mal, der Wind, der kommt von hier vorne. Kommt das Gegengewicht, der will ich nach vorne kippe. Und, ja. Einfach ist das. Da gibt's nichts zu besprechen. Also ich finde, es sieht sehr groß und gefährlich. Bist du damit auch schon gefahren? Ja. Also zumindest hatte... Hängst du hier nicht auf dem Boden? Nein! Das ist ja eine plane Fläche. Okay. Ich dachte, also, das hat vielleicht dich trotzdem beeinträchtigt. Nee, das sieht tatsächlich sogar okay aus. Scheint das nicht zu interessieren. Ja, nice! Das ist ja wenig sonderlich. Hey, Finger weg. Guck mal. Ja, Sepp ist schon mal gefangen. Keine Chance, Sepp. Schade, Sepp. Sepp ist raus. Krass. Ja, Bram! Ich hab mit einer Steuerungseinheit Stimmt, warte mal kurz. Habe das erste Mal in meinem Leben mit einem Logikgatter gearbeitet. Für das denn? Aber das weiß ich auch nicht. Über einer Taste alle greifen. Ah. Alle 24. Hattest du zu viel? Oh, okay. Es sind 8 Stück. Du hättest doch auch einfach mehrere Steuereinheiten einen Knopf anbringen können. Ach, egal. Sehr geil. Ja, ich meine, also, das kannst du natürlich auch mit dem Logikgatter bestimmt machen. Ey, ihr habt das mit einem coolen Logikgatter gemacht, ja. Ich finde das nice, Jay. Oh, was kommt denn Bram jetzt hier? Ich hab daran bei Bram habe ich erst gedacht, genau, also Bram hat wie so eine Fliegenklatsche gemacht. Ja. Also, nachdem, ich dachte mir so, bestimmt geht ihr darauf, dass der immer vor einem steht, aber was ist, wenn der auf einmal so nach links, Schlenker nach links oder rechts macht? Ja, dann muss ich mich halt drehen. Also ich glaube, wenn der Schlenker nach links und rechts macht, ne, dann ist halt wieder bei einer Fliege, dann bist du einfach zu langsam. Also ich kann euch sagen, ich kann halt nicht kontrollieren. Sieht aus wie das Zahnputzmobil. Von der Seite. Vier Wegezahnbürste, jo. Das stimmt. Aber ist echt, dann musst du dich schon committen, Bram, ne? Wenn du dann einmal drückst, dann kannst du erstmal nicht mehr weiterfahren. Ah, Quatsch, das geht ja schnell. Da kannst du direkt wieder unterbrechen, meinst du? Schnell, guck mal, wie schnell er. Zack, da ist die Fliege tot. Ah. So schnell kann man gar nicht reagieren. Finde ich eigentlich ganz geil. Also, so optisch ganz schön. Ganz nice. Idee. Ja, finde ich auch interessant. Kannst du das auch andersrum machen? Was heißt andersrum? Ja, dass die halt nach innen gehen und damit im Zweifel, falls der auf deinem Kopf oder an deinem Stuhl festliegt oder sowas, dass er da nicht abhauen kann. Indem du die alle zumachst. Ja, schwach. Ja, echt schwach. Wie ist das denn bei dir, wenn er bei dir drauf fliegt? Fahren bei dir ja, deine dafür Wind ist deiner... ja gar nicht gebaut, das ist ja gar nicht gesinnt. Okay. Ja, bei mir halt auch nicht. Bei mir ist es, dass er hier drunter gefangen wird und nicht bei mir im Auto. Ah ja. Der ist schon schwach, Bram. Peter fehlt noch und jawohl. Du auch. Ah ja, genau. Peter hatte das Schnappen. Oh, der ist aber süß. Ui. Guck mal, Christian. Jetzt ist es mir aufgefallen. Ja, genau. Das ist Krokodok. Es ist nicht die gleiche Höhe. Oh mein Gott, ja, wenn du drunter stehst, sieht man das ja sofort. Ja, von der Seite habe ich es halt nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Das ist nicht die gleiche Höhe. Oh Peter, mein Gott. Ist es Krokodok? Ja, aber funktioniert trotzdem sehr gut. Nice. Also von daher alles gut. War das nicht die gleiche Höhe? Ich pass auf, hier oben. Die 7 und die 8, also nee, stimmt. Oh ja, stimmt. Ja, oh ja, die sind ja übelst da sind nicht. Gelenke drin und die. Und das blockiert dann halt und ich hab's halt einfach nicht rausgefunden, sodass ich es einfach irgendwann akzeptiert habe, weil ich halt dann keine Zeit mehr hatte. Und irgendwann stand ich so hier davor und dachte mir, oh scheiße. Da lag der Fehler. Hab alles Mögliche ausprobiert. Naja. Ja. Sogar den Server gerestartet aus Versehen. Das buggt. Ich weiß auch nicht, wo dran es liegt. Ja, wie so häufig, meistens sitzt das Problem vorm Rechner. Ja, ganz schön. Ja, das ist mein Gefährt. Aufgebaut, der Symmetrie halber. Ja, und auch ein bisschen Gegengewicht. Also das Testing konnte ich echt super fangen damit. Aber ja, cool. Mal gucken, wie das ist, wenn sich das Testing bewegt. Genau, ja. Bewegt, wa? Ja, genau. Das ist das Problem. Okay, das Testing fangen wir auch kein Problem. Da konnte ich Drive-By, hat das geklappt.
Vielleicht finden wir jetzt noch den Fehler, warum selbst Auto mal wegfährt. Oh nein. Okay. Ich glaube, es ist ganz weggefahren. Ich hab das doch gerade noch gespeichert. Ich hab's sogar überschrieben. Heute ein Triple Threat. Ja, wenn du überschrieben hast, dann heißt das wahrscheinlich annehmend oder so. Also. Nee. Hä? Ich hab's doch gerade noch gespeichert. Weiß Crap du, das Battle! Olli, 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 Olli. Das macht ja nix. Wir haben in der anderen das ganz tiefe Meer. Hä? Ja, das ist jetzt. Kann man, ich connecte mal im Neu. Ja, dann ist ja. Er bestimmt da. Nee, aber unter dem Namen. Ich hab das ja vorhin schon mal gespeichert und neu gespawnt, weil ich ja den Fehler hatte. Ja, stimmt. Da habe ich das ja schon mal gespeichert. Und dann habe ich es jetzt überspeichert und jetzt ist es ganz weg. Hast du danach vielleicht das Falsche entfernt? Das ist ja nee, auch so ein klassischer Fehler. Nee, das ist gespeicherte ja egal. Entfernen. Ich habe noch nie was entfernt aus meinem Speicher. Nee, genau. Ja. Das, also. Ja, das hatte Sepp gebaut. Ja. Ach komm. Ja, aber der hatte, also der hatte echt, also ich muss sagen. Ja, da muss er beim Überspeichern irgendwo auf den falschen Button gekommen sein, das kann halt mal passieren. Ich hab das ja aufgenommen vom Fangmechanismus. Ja, kann ja jetzt nicht ein Bug sein, der zum ersten Mal auftritt. Vom Fangmechanismus muss ich sagen, dass Sepp den besten Wagen hat, weil der wirklich gefangen hat. In alle Richtungen, das ist echt ärgerlich. Ey, ist jedem, glaube ich, schon mal passiert. Ja, okay, also das ist ein Novum. Ja, ich hab mich ja, ist eben schon passiert, das ist ein Novum. Also wir haben einen Teilnehmer weniger, weil er sein Fahrzeug nicht findet. Ja, ich habe jetzt explizit nicht gesagt, er hat es nicht gespeichert. Ja, aber wir, er findet es nicht. Bin ich Vierter. Egal. Also, wir spielen das heute ein bisschen anders als sonst. Logischerweise hat man Aufnahme. Keine drei Leben, wie sonst in der Arena. Heute wird es so ein Best of Five geben, mich zu fangen. Also, wer mich wobei, stimmt gar nicht, Best of Five ist völliger Blödsinn. Es wird 5 Runden geben und wer mich am meisten fängt, der gewinnt. Ich bin doch echt, ich weiß echt, also soll ich jetzt einfach sagen, 3, 2, 1, los, dann drücke ich Knöpfe und ihr kommt allein. Ja, genau, so hätte ich das gemacht. Nee, du sagst nicht 3, 2, 1, los, du sagst, sobald du Knopf drückst, dürfen wir starten, ohne 3, 2, 1, los. Boah, auch eine gute Idee. Oh mein Gott, ja, okay. Okay. Das ist auch noch ein Reaktionsspielchen. Dann dürft ihr losfahren. Frühstart bei Bram, ich sehe es genau. Ja, rückwärts. Frühstart. Dabei habe ich noch gar keinen Knopf gedrückt. Oh, da ist er! Oh, scheiße! Gott! Wo ist er? Nein. Ah, da. Nicht mal ansatzweise in unsere Richtung. Wo ist der denn? Peter jagt schon. Nein! Ich hab ihn! Als ob! Peter hat mich, ich komme ja auch nicht mehr raus. What? Ich hab mich nur mit Bram gekäbbelt. Das heißt gekäbbelt, ich hab versucht wegzufahren. Das war ein einseitiges Käbbeln. Das ging sehr viel schneller als ich dachte. Da nennt man Mobbing. Ich wurde gemobbt. Hab schon. Gott, der Boden ist nicht angemalt. Ja, bleibt doch so rumliegen. Ja, das ist eigentlich auch okay. Ich versuche mich so gleich weit wie ihr von dem Ding wegzustellen. Ja, auf den Meter kommt's nicht an. Ach so. Nein, ist okay. Okay. Okay, ja, das ist der erste Punkt für Peter, also ganz klar. Ne? Um das hier mal festzuhalten. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr seht da gar nicht die Knöpfe, deswegen würde ich sagen. Doch, ich schon. Ja? Ja. Seht ihr alle die Knöpfe? Mhm. Okay. Ja. Dann. Geht los, weil ich den ersten Knopf drücke. Und jetzt, 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 und jetzt. Jetzt drück was! Da! Oh Gott. Muss ich auf! Oh, ich häng fast wieder dran! Bram, verpiss dich! Ich häng bei dir drinnen fest jetzt nicht. Lass los! Tschüss! Hier geblieben! Bleib stehen! Oh Gott, Peter! Nein, oh Gott, nein! Scheiße! Oder zieh gut fahr aus. Doch! Nein, fahr doch! Oh Gott!
den hab ich gehabt! Nein, nein, jetzt haben wir's! Ja! Den hab ich gehabt! Da musste ich gegenhalten, damit er wieder rausspringt aus Jay. Aber bei Jay bist du echt direkt in so einem Gehege drin. Ja, kannst ja, die rennen dich auch mit. Komm, wir gehen jetzt mal. Oh, scheiße. Hier lebe ich jetzt. So, let's go. Hui! Ab in mein Reich. Ups. Ja, ich stehe mal wieder gerade. Oh, oh Gott. Entschuldigung. Selber Entschuldigung. Okay. Das ging so fix. Ich glaube, wir machen 5, oder? Also ich glaube, wir machen, wer zuerst 3-mal gefangen hat. Das ist ja mehr als 5 dann wahrscheinlich. Ja. Das würde sogar noch mehr Sinn machen. Außer Jay holt jetzt einfach die nächsten beiden direkt. Das wäre natürlich... Was soll das denn heißen? Ja, aber dann hat Jay halt auch gewonnen. Dann haben wir also auch Best of 5. Halt auch gewonnen, ist doch ja, fair, dann machen wir auch Best of 5, aber dann hast du schon 3-mal gewonnen. Dann lass doch einfach darauf festlegen, wer den 3-mal hat. Ist doch gut. Okay. Also wir machen das so, wer mich 3-mal fängt, der gewinnt. Oh Gott, ich fahre nicht mehr. Du fährst nicht mehr. Das erhöht unsere Chance. Es leckt. Warte, ich habe mal kurz den Lag-Switch angemacht. Es ist unglaublich. Ich habe so häufig irgendwelche... Das dass der einfach, dass ich, also dass ich fahren drücke und dann passiert halt einfach gar nichts. Ich bin ready. Jay ist wieder da, okay. Hey, dann geht eigentlich, dann würde ich sagen, weiter, sobald ich Knopf drücke. Oh, aber der hat Knopf gedrückt! Nein, ich bin dran vorbeigefahren, ich könnte kotzen. Nein! Oh Gott! Wo ist der? Scheiße, unter euch! Ich bin unter. Irgendwo unter. Bram liegt einfach auf mir drauf. Und ich bin im Peter drin und. Alter, Peter hat mich einfach weggesnackt von das Bram. Das ist doch rigged, Alter! Als wenn er mit den einfach zockt! Hat er den gezockt? Was bist du denn für ein Taschendieb, ey? Hast du denen das gezockt? Ach, ganz ordentlich. Der hat mir einfach aus der Hosentasche rausgenommen. Aus der Box gefühlt gezockt, ey. What the fuck? Wie dreist ist das denn? Das war wirklich dreist. Ich glaube, meine Taktik ist die schlechteste gewesen. Da kann man ja zocken. Das ist ja gemein. Das war halt, also, uff. Also, da fühle ich mich gemobbt. Das war ja jetzt. Das war aber der zweite Punkt von Peter. Ja. Jay hatte einen, ne? Nicht zwei. Ja, doch, ja. Jay hatte einen, genau. Oder hinten steht Sebastian ganz alleine. Den könnten wir auch versuchen zu fangen. Ja, der. Das machen wir später. Der bewegt sich ja nicht. Okay, ja, dann können wir eigentlich weitermachen, würde ich sagen. Alter, wie schnell Peter ist! Holy oh mein Gott, ja warte, ich muss wieder runter. Ich drück nix. Nein, Jonathan! Nein! Scheiße! Wie schnell geht das? So eine Scheiße, ey. Da habe ich sogar mittlerweile gecheckt, dass die 8. Zählt das als gefangen? Ja, das zählt als gefangen, Jonathan. Ja, lass dich hier wieder raus. Ja. Alter, stell dich doch mal wieder hin, du Arschfahrzeug. Tja, das war suboptimal von mir aus taktisch diesmal. Okay, ja, das funktioniert ganz gut mit dem Fangen. Aber auch Peters, ey, dafür, dass er so ein kleines Ding hat. Ja, aber ey, der ist halt mega. Ja, es geht darum, wie man sein kleines Ding hat. Vor allem, wie schnell Peter gerade angeflogen gekommen ist. Ja, aber schon, Peter ist fix. Als wenn ich ein Stückchen Kräuter in der Hand hätte. Okay, also 2-2-0 und wir machen mal. Oh Gott. Mein Gott, der startet halt einfach so random. Oh mein Gott, scheiße. Nein! Alter, wie schnell? Ja, okay, jetzt. Das ist ich hab Bram gefangen, mindestens ja, auch. Das ist mir egal, der ist ja wohl bei mir drunter. Alter, ich hab Brams gefangen. Ja, oh also hier komme ich doch nicht mehr raus bei Bram. Also das ist ganz klar Brams Punkt. Oh, nicht schlecht. Wie schnell das einfach nur geht, weil sie viel mehr einfach nicht. Ich komm gar nicht so schnell zu euch, ich bin immer zu weit weg, ich bleib jetzt hier stehen. Okay. Warte mal, dann muss ich mich ein bisschen nach links drehen, damit ich zumindest in eine andere Richtung abhaue. So. Oh Gott, Bram ist aber auch. Uiuiui. Ich kann auch okay, damit haben wir 2-2-1. Dann haben wir aber immer noch Matchball für Jay und Peter, richtig? Ja. Peter, verpiss dich! Verpiss du dich!
Okay, dann nächste Runde startet in 3, 2, 1. Ah, hast du gedacht, dass ich jetzt Knopf drücke, Mann? Nö. Mach mal nicht. Warte mal, welche Richtung? 6 war rückwärts, 4 war links. Ne, Blödsinn. 4 war links, 6 ist rechts, 2 ist rückwärts. Dann drücke ich doch 2 und 4. Ach, scheiße. Nein! No! Verpiss dich, Jonathan! Verpiss dich, Peter! Alter, willst du mich komplett Mann, verarschen? Lass ihn drücken jetzt die Taste, Mann! Nein. Nope. Nein. Ja. Peter! Nein! Nein! Lieber gewinnt Jay als du! Nein! Meiner! Ich hab Peter gefangen! Aber ich hab zuerst den gefangen! Das kann doch nicht, dass ich hier alle fange, aber nicht der nimmer den Schnatz, ey! Ja, dann heißt, stell dir vor, Jay, weil du hast Harry Potter gefangen, ja? Harry Potter, also ich weiß, ich hab halt nur die 2 und die 4 gedrückt. Technisch gesehen hat keiner von euch mich gefangen, weil ich bin aus dem Fahrzeug rausgebackt. Ich stehe neben. Aber. Aber. Nein! Bleib! Wie? Also, ich meine, also, pro forma hat Peter das Ding in der Hand. Also, ganz klar. Ich würde sagen, Peter hat das in der Hand. Wenn du aussteigst. Ja, ich bin wohl ausgestiegen, dann ist halt Peter. Nein, halt aus dem Fahrzeug gepackt, kann ja auch sein. Ne? Ich ja, kotze. Also, ich bin da rausgepackt. Also, damit gewinnt Peter! Ich hab's. Ja, also, in your face, Jay! Also. Da waren 3 Pünktchen für Peter, also ganz klar. Ist mir egal. Wie gut das funktioniert mit dem Greifen und Fangen, das ist ja der Shit. Ich hab ehrlich gesagt neue Meter für Battle. Hat doch gar nicht so. Dass wir öfter Frame-Probleme haben, ja genau. Also da hätte ich mir echt gedacht, das wird schlimmer heute. Selbst jetzt habe ich 60 Frames. Wir waren aber auch ein Teilnehmer weniger, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt, das macht tatsächlich auch viel aus. Nee, also. Wir waren 4. Christian war dabei. Ja, okay, ne, stimmt. Christian war stimmt, dabei, stimmt. Wir waren 4. Ja, also, ein F für Sepp, der Platz Nummer 3 für Bram, Platz 2 für Jay. Nicht und letzter! Gold für Peter, der den Schnatz gefangen hat. Jawohl. Peter ist einfach der Ficker von Hogwarts. Und damit beenden wir die heutige Folge von Profi. Und bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Und nächste Woche geht's nur Professor McGonagall. Also, ich glaube, jünger sah die, glaube ich, ganz gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, macht's gut. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott.